Guten Abend. Es ist doch gar nicht Freitag, mag sich der ein oder andere heute gedacht haben, weil er wegen der Klimaproteste im Stau stand. Die Bewegung, die den Verkehr ausgebremst hat, heißt Extinction Rebellion, was so viel bedeutet wie Rebellion gegen das Aussterben. Die Aktivisten wollen weitergehen als Fridays for Future. Sie rufen zum zivilen Ungehorsam auf. Über mehrere Tage, überall auf der Welt. So legten heute in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington Demonstranten den Verkehr lahm. Die Polizei nahm 30 Personen fest. In London gab es Proteste auf Brücken und im Regierungsviertel. Dort wurden mehr als 270 Aktivisten abgeführt. Und in Amsterdam versammelten sich Umweltschützer vor dem Rijksmuseum und blockierten eine wichtige Straße. In Berlin ist jetzt nur noch der große Stern blockiert an der Siegessäule. Andreas König und Mirja Fiedler beginnen ihren Bericht 2 Kilometer weiter östlich. Rebellion auf dem Potsdamer Platz! Es ist 11:55, als so etwas wie die Auftaktkundgebung von Extinction Rebellion beginnt für die Protestwoche, in der die Klimaaktivisten Berlin lahmlegen wollen. Mittendrin ist Marit Schatzmann. Die Studentin hat sich im April der Bewegung angeschlossen, weil die Politik ihrer Meinung nach zu wenig tut gegen eine drohende Klimakatastrophe und es eben drastischeren Protest auf der Straße braucht, um die Menschen aufzurütteln. Ich habe jahrelang Bildungsworkshops gemacht, habe über Umweltthemen an Schulen mit Kindern gesprochen, habe Seminare gemacht. Es ging viel auch um individuellen Konsum und irgendwann kam bei mir so das Gefühl auf, das funktioniert so einfach nicht. Also die Welt, in die Kinder dann irgendwann reinwachsen, ist so nicht zu retten. Ein Tenor, der sich durch die Proteste von Extinction Rebellion zieht. Maximale Aufmerksamkeit ist das Ziel der noch jungen Klimabewegung, die aus Großbritannien kommt und in Deutschland erst seit dem Frühjahr aktiv ist. Ihre Mittel? Straßenblockaden, spektakuläre Aktionen und ziviler Ungehorsam. Friedlich und gewaltfrei betonen die Aktivisten. In Berlin haben sie damit bereits am frühen Morgen begonnen, pünktlich zum Start des Berufsverkehrs rund um die Siegessäule, einen der bekanntesten Knotenpunkte der Stadt. Und für die Berliner auf dem Weg zur Arbeit ein Vorgeschmack darauf, was sie in dieser Woche erwartet. Grundsätzlich gutes Anliegen, aber es ist natürlich schwierig für Menschen, die mit dem Auto arbeiten, also so wie ich. Das ist eine Frechheit aus meiner Sicht. Absolute Frechheit. Ich sag mal, das ist ganz normaler Berufsverkehr und so weiter. Wenn das am Wochenende passiert, habe ich da kein Problem mit. Also es tut uns natürlich leid als Bewegung, dass Menschen in ihren Tagesabläufen behindert werden. Es ist allerdings so, dass wir uns einer existenziellen Krise gegenüber sehen. Und damit meine ich nicht nur den Klimazusammenbruch, sondern auch die Zerstörung unserer Ökosysteme. So soll die Regierung endlich den Klimanotstand ausrufen. Diese zentrale Forderung der Protestierenden unterstützt auch Marit Schatzmann. Sie harrt den ganzen Tag auf dem Potsdamer Platz aus und will sich auch den Rest der Woche an den kommenden Aktionen beteiligen. Wenn man ein Kind austrägt, wie ich im 4. Monat, dann denkt man ganz anders über die Zukunft nach. Und Schritte von 30 Jahren in der Zukunft sind plötzlich sehr relevant, denn ich trage die Verantwortung für dieses Leben, was neu in die Welt kommt. Die Polizei ließ die Klimaaktivisten den ganzen Tag gewähren. Erst am Abend begannen die Beamten so langsam damit, den Potsdamer Platz zumindest teilweise zu räumen. Aufmerksamkeit haben die Protestierenden so erreicht, aber von Berlin lahmlegen konnte heute nicht die Rede sein.